Ding. Ja. Kann ich noch nicht. Ja, den muss ich mal eben hier zusammensemmeln. Mal kurz sterben lassen. Jo. Sehr schön. Gesterbt. Gesterbt. Oh, da vor uns liegt noch eine Blüte. Oh, ein Achat-Spinnling. Na. Nee, Aschenspinnling. Kannst du schon aufnehmen, die Blumen? Ja. Na toll. Das ist Shane. Yippie. So, und die müssen wir jetzt alle... herzlichen Glückwunsch. Ui, geilo. 49, was habe ich denn gelernt? Nix. Ah, super. Nix kommt dann erst wieder bei 50. Ja, genau. Genau. Ach, jetzt kommt das, wie alles magiebegabt ist. Ey. Was war das denn? Da, die eine Tussi. Krass. Links. Von denen brauchen wir jetzt 15 Schwungräder. Okay. Ach, die droppen die auch gleich ein bisschen häufiger, das ist schön. Oh Mann, ey. Feuerspei. Hier hast du ein Schild. Leck mich am Arsch, ey. Was? Die spucken mich hier so feurig an. Ja. Oh, so. Geil. Schwungrad hier, Schwungrad da. Und da hinten diese Geologen oder Wachmänner. Die müssen wir auch noch umlegen. Mhm. Aber die treiben sich wahrscheinlich einen weiter dahinter rum. Boah. Alter, meine Nachbarn über mir, die machen mich irre. Machen die wieder Fete, so wie gestern? Naja, die machen, nee, das nicht, aber die sind irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, die wohnen da schon, aber eigentlich auch noch nicht. Und die machen da stets und ständig einen Radau. Den hat's flott gelegt, ja. Ja, flott gerissen, ey. So lange kann man doch kein Laminat verlegen in so einer kleinen Wohnung. Ja. Wie lange verlegen die denn schon? Also die sind bestimmt schon seit 3 Wochen da am Ackern. Also mit allem drum und dran. Krass. Das ist so lange. Was machen die denn? Ein Laminatchen und dann wieder Pause, wa? Ich weiß es nicht. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Wieso kommt denn er nicht mit? Fernkämpfer. Die Sau. Ey, hol mir doch nicht immer diese Bomben vom Kopf. Drecksack. Ein Schwungrad brauchen wir noch. Jo. Mittendrin in der Feuersbrunst. Ja, auf jeden Fall. So, Schwungrad fertig. Genau, jetzt brauchen wir nur noch hier die... Die Hampelmänner hier? Die Hampelmänner? Ich habe kein Ziel. Drei Stück. Ich muss näher ran. Hier, warst du schon mal auf dem Klo? Nee. Setz dich mal Gibt's rauf. Gibt's da was zu sehen? Ja, zu sehen nicht, aber setz dich mal rauf. Warte. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So. Mal eben aufs Häuschen setzen. Hallo? Da kommt nur Hallo. Ach so, da kommt nur Hallo? Ja. Ach so, okay. Es gibt hier, glaube ich, noch irgendwo ein anderes Klo, wo du dich dann raufsetzt und dann poltert das Klo total. Also, dann hörst du richtig. Geil, da hat wohl einer mächtig Durchfall oder sowas. Ich glaube, wenn du dann reingehst. Zwergischer Schüsselspringer. Ja, genau. Fup. Okay, dann haben wir die auch. Jetzt müssen wir dann... Ja, jetzt müssen wir nur noch den alten hier unten. Die Dunkeleisennotiz von dem Gravius. Von dem Gravius. Rusch, genau. Komm mal her, mein guter. Rußschlack. Oh, den haben wir ja auch flott runter, ey. So. Der kann ja nix. Apparat kaputt. Ja, super. Dann haben wir alle. Achso, dann müssen wir wieder daher, wo wir angekommen sind, hier quasi. Mhm.
Aua. Autsch. Ich glaube. Ah, ja, genau. Das. Bei den Dicken. Richtig. Slunk nicht töten. Redet mit mir. Jetzt haben wir hier 14 Proben Glasnetzgift. Die müssen wir von den Spinnen dann haben, ne? Jo. Wo rennt er denn hin, der? Man sieht sich. Was kann ich für euch tun? Mögen eure Reisen sicher sein. Ach so, ja, mein Gott, ich sollte mal eine Belohnung auswählen. Platte. Man sieht sich. Seid auf der Hut. Wie geht's? So. Gibt mir Rüstung, nimmt mir ausdauernd ausweichen, aber dafür kriege ich Trefferwert. Ja, ich glaube, den werde ich mal nehmen. So. Wollen wir zuerst hier oben die Aschehühnchen machen? Bei der 2, ne? Die finden wir aber auch bei der 1, wenn du mal auf die 2 klickst auf deiner Karte. Bei dem Glasnetzgift? Ja, genau. Okay. Ah, das finden wir alles überall, so ziemlich. Okay, ich dachte, diese Hühnchen rennen bloß da hinten irgendwo. Galoppel, galoppel, galoppel. Hier sind die Spinnen. Das lädt immer noch auf. Widerliches Spinnzeug. Ja. Was will der Lunk? Warte mal, der hat hier. Oh. Hä? Kommt der jetzt mit uns mit, oder? Ja, schwächt 7 Glasnetzspinnen, damit Lunk sie reiten kann. Also halt dich mal zurück mit dem Ruffhauen. Boah, jetzt steht mir der Dicke gegen dich. Aha. Wie geil. Mega, jetzt hat er da voll den Zeug am Bauch. Kannst du das auch nehmen von ihm? Nee. Vom Bauch? Der hat da nämlich das Gift dann am Bauch und das kannst du nehmen. Nee, habe ich nicht, also weil ich sehe das gerade nicht. Also meiner läuft hinter mir her, weil die Spinne hat anscheinend für dich gezählt eben. Heißt? Mhm. Die Elementare braucht man nicht, ne? Mhm. Warte mal, wo sollen wir mal... Ich glaube, die eine Tante hat hier schon so einige Spinnekes gelegt, ne? Jo. Ah, hier sind wieder welche. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Muss dann anscheinend deiner zuerst machen. Oder macht deiner zuerst. So, jetzt hat er nochmal 2 Gift eingesammelt dadurch. Das machen sie leider nicht abwechselnd. Gucken. Mann, geh doch da hoch. Zu kurze Beine. Sag mal, wo sind die ganzen Spinnen hin? Gibt's doch nicht. Gehen wir mal hier nochmal ein Stück weiter. Ich sattel mal eben auf, der sollte ja dann mitkommen. Naja, der rennt mit. Naja, genau. Hier ist noch eine Spinne hier hinten. Na, auf. Ich gerade bin. Ja, ich habe gerade einen Feuerkäfer geliebt.
Ach, da hinten in dieser. Okay. Jetzt genau, ich glaube hier hinten, ja. Nix Spinne. Da ist nichts mehr, ne? Nee. Gucken, was hier oben ist. Nicht. Ah, hier drüben ist noch einer gespawnt. Okay. Muss deiner das jetzt? Mal gucken. Macht? Nee. Nee, ne? Shit. Hast du denn Glasnetz? Geht der Fortschritt denn bei dir weiter? Nee. Also ich habe eins, weil wir da die Quest von dem Lump noch nicht hatten, weil das ja auch ein regulärer Drop ist von den Spinnen, aber ich glaube, lass mich mal bitte probieren, geh du mal nicht an die Wand, misch dich mal nicht in den Kampf ein, weil ich glaube, dann sonst ist es so aggro-abhängig, glaube ich. Ja, genau. Okay. Wer die Aggro hat, irgendwie bei dem hüpft darauf. Genau, und jetzt hat er, jetzt hat er hier so einen grünen Bauch, bleib doch mal stehen. Cool. Genau, und da kannst du dir zwei oder drei Gift dann immer abzwacken. Mhm. Okay. Na, dann machen wir das halt dabei. Kriegen wir schon hin. Genau. Gucken, ob hier vielleicht noch ein paar Spinnen zu sehen sind auf der anderen Seite wieder. Jo, hier ist eine. Ah, da. Hier sind übrigens auch Aschehühnchen. Ah, geil. Wieder auf der Spinne rumreitet. Das sieht so geil aus. Oh, ja, jetzt das haben wir aber viele. Kann ich noch nicht sagen. Flupp. Da hinten ist auch noch eine Spinne. Und eine Blume. Blümskes. Blümskes. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Bin ja schon auf dem Weg. So, Gift brauche ich jetzt noch eins. Okay. Ich brauche noch sieben. Und vier Spinnen muss er noch bei mir reiten. Ich meine, wir können die ja auch unabhängig voneinander machen, oder? Dann kriegt die jeder irgendwie. Immer noch auf. Ist hier vielleicht ist noch ein Aschehühnchen. Wenn ich dann Aschehühnchen jetzt anklicke, ist das für dich ja weg, ne? Ja, ja, nimm ruhig, ist ja egal. Die kriegen wir schon noch zusammen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Lunk reitet jetzt auf Dio. Voll geil, ey. So, Lunks Abenteuer. So, also ich habe jetzt alle. Ich brauche jetzt nur noch die Aschehühnchen. Okay, ich brauche noch zwei Spinnen. Ich bin außer Reichweite. Hier ist noch ein Aschehühnchen. Und dann wird es wahrscheinlich auch mit dem Gift das gewesen sein dann. Ist noch eine Aschenblüte, die sag ich mir auch direkt ein. Lung reitet auf Bauch. So, ein Gift brauche ich noch. Und wir müssen dann ja irgendwie hoch in die Berge. In so eine Höhle, glaube ich, ne? Zu so einem großen Vieh, wo wir das Horn dann stehlen müssen. Mhm. Lass noch mal wegen den Aschehühnchen hier hoch, wo du vorhin sagtest, wo die sind.
Vielleicht sind da ein paar mehr. Ach Quatsch, eigentlich könnten wir ja die eine Quest noch eben schnell hier abgeben. Vielleicht kriegen wir dann noch was Neues dafür. Naja, ich brauche ja noch meine... Ich brauche noch eine Spinne im Endeffekt. Das ist zu weit entfernt. So, aber ich habe hier eine gefunden. Das dürfte sich ja jetzt dann gleich erledigt haben. So. Noch halt, Schrott wieder dabei. Halt still, Spinne. So. So, jetzt ist der gute Wagi auch weg. Achso, jetzt hast du die abgegeben, ne? Mhm. Gibt's da eine neue? Ne. Achso, na gut. Aber du, kriegst du kriegst Erfahrung für den Ruf. Ah, okay. Also wirst wahrscheinlich eine Rufstufe ansteigen. Schauen wir mal. Schön, euch zu sehen. Ich guck mal eben, ob ich hier noch irgendwo Aschehühnchen finde. Man sieht sich. Bisher habe ich noch keins gesehen. Irgendwie sind die alle ausgeflogen heute. Warte mal, wo bist du denn? Ja, wenn reite mal da weiter nach Norden, wo du jetzt bist. Da gibt es dann wohl noch welche. Oh, Klonk. Mhm. Ans Glas gestoßen, sorry. Hier gibt es noch... Ah ja, okay. Hier ist noch ein Aschehühnchen. Hier sind drei Stück. Vier. Ich habe hier auch noch eins gefunden. Die kannst du ja zum Glück auf dem Mount nehmen. Ja, genau. Hier ist eins. Da vorne waren auch zwei irgendwie noch. Und da müssten die ja relativ schnell eigentlich auch wieder respawnen, gehe ich mal von aus, wa? Ja, oder halt random hier irgendwie auf der Karte. Wie viel hast denn du jetzt? Ich habe jetzt 5. Ich auch. Ich renne noch mal eben kurz hier zurück ein Stück. Scheint gerade ein sehr beliebtes Questgebiet zu sein. Mhm. Aschehühnchen, zeig dich doch. Wo seid's denn ihr? Genau. Kommt auch nicht auf den Grill. Hier ist noch eins. Und hier ist auch noch eine Blume. Direkt mal einsacken. So. Dupdi-dupdi-dup. Ah, diese Kackviecher jetzt hier wieder. Ich reite nochmal eben hier entlang. Vielleicht flitzt hier ja noch eins rum. Flitz, flitz. Hier ist keins. Ah, hier hinten ist noch eins. Und da ist noch eins. Ich habe jetzt alle. Das ist gut. Und guck mal gerade, wo ich für dich noch eins finde. Hier hinten ist noch eins, wo ich gerade bin. Ich bin auf dem Weg. Ah, zwei sehe ich, drei sehe ich. Na, perfekt, dann passt es ja. Dann hätte ich die auch alle fertig. Da guckt da schon raus, hier der hässliche graue Vogel. Eins. Genau, da hinten ist noch eins. Hier. Jo. Und hier vorne jagt eins eine Spinne. Ich hoffe, oder eine Spinne jagt. Komm her. Das ist mein Aschehuhn. Oh, nee, ach du Kacke. Ey, die Sauspinne, ey. Blödes Mistvieh. Ach, Manno.
bringt er die einfach. Aber vorhin sah gut aus. Da hat nämlich das Aschehühnchen hat die Spinne gejagt. Guck mal, hier ist, eins, links genau. Von dir. Bing. Hat das Aschehühnchen nämlich die Spinne gejagt. Das sah gut aus. Sehr schön. Wollen wir hier gleich in die Dings rein, in die Höhle und den Dicken legen? Margolds gigantisches Horn, ne? Genau. Da müssen wir doch hier hinten hoch, ne? Wo wir gerade schon mal waren, hier an dem Zelt. Da hinten, oder? Müsste es reingehen, ja, ich glaube. Wenn mich nicht alles täuscht. Hier vielleicht? Hier hoch eventuell. Ja, sieht so aus. Totenkopf haben wir zumindest schon mal. Ja, hier ist es. Aha, ah, der Dicke da. Außer Reichweite. Gut, dann werden wir ihn mal. Werden wir ihn mal verdreschen. Das lädt immer. Genau. Und schon tot. Cool. Da war es um ihn geschehen. Da war es um ihn geschehen. Genau, dann können wir die erstmal abgeben. Wer liegt denn hier? Niemand von Bedeutung. Trockene Knochen. Wir können auch hier runter. Ah, du holst mich ja eh gleich wieder ein. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das so. Boah, jetzt sind sie aber alle auf dich aufmerksam geworden, du. Aber echt? Sieht das geil aus, wenn die ihr Feuer spucken. Hallo? Schön, euch zu sehen. So, Aschehühnchen, was gibt's denn hier? Aha. Kacke. 1-1. 1-1. Man sieht sich. Fort mit euch. Okay, gibt keine neuen Quests. Ich bin ganz Ohr. So, was fehlt uns denn jetzt noch? Ausgrabungsboss Krawallschneuzer, ne? Was? Ja, genau. Die Dunkelglut. Da müssen wir in den Kessel. Ja, da kommen wir da rum rein. Da hinten rum, ja. Und dann gleich links. Jetzt wimmelt sie wieder vor diesem blöden Aschehühnchen. Und vor den Spinnen. Ja, sind sie alle einmal durch? Ich glaube, wir müssen hier entlang. Pyrox-Ebene. Ja, ist der denn hier oben? Na, ich glaube, der ist hier oben. Meinst du? Oder wir kommen da irgendwie anders runter. Ja, wir können ja auch schweben. Weißt du? Ja. Aber wo ist der Schweinepriester? Oh, jetzt ziehst du alles hinter dir her. Kommt doch her! Kommt doch her! Aber nicht so nah. Ach, da hinten können wir runter. Wo denn?
Hier, komm mal eben mit. Ach, hier. Hier und dann da hinten können wir runter. Hilfe. Na, sind wir natürlich einmal um Körmel gerannt, ne? Aber total. Hier geht's runter. Jo, den habe ich eigentlich auch gesucht. So, na, um bei dem mal direkt eine auf den Kappes. So. Weil er zu scheiße angelegt hat, hier kriegt er immer eine auf den Kopf. Genau. So, und dann wird der Fritze ja wahrscheinlich noch weiter gerade durch sein, ne? Ne, wir müssen, glaube ich, hier weiter, oder? Was meinst du? Oder ist der da drin? Na, warte mal, was ist hier denn? Ich glaube, nee, der guck ist hier mal, der auf der 1. Also wir müssen irgendwo rein. Wir müssen irgendwo weiter in diesen Kessel rein. Glaube ich. Ist doch alles scheiße. Ja, hier vorne ist ja ein Eingang. Ich glaube, da müssen wir rein. Auf der Karte siehst du den ja, ne? Wo wir sind und wo eigentlich die 1 ist. Mhm. Aber wir können ja einfach mal hier reinstürmen. Stürmen, stürmen. Ja, ich glaube, wir müssen hier durch. Okay. Und dann müssen wir womöglich hier... was haben wir denn hier? Steinbruchtor. Das lädt immer noch auf. Bin ich mir nicht sicher, ob wir da durch müssen, aber... Ja, ich auch nicht. Ich glaube mal fast nicht, weil... Ist ja auch zu Ende hier in die Höhle, oder? Ja, nee, da hinten geht's noch weiter. Ach da. Aber wie kommen wir da hin? Da können wir das Tor dann öffnen. Oh, das Tor kann man aufmachen. Aber das geht in die ganz andere Richtung. Warte mal bitte. Aber vielleicht müssen wir da einmal rum. Na, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Ich gucke jetzt mal, wo der Schweinehund zu finden ist. Ich töte noch ein bisschen. Aha, ihr müsst im Kessel ein paar Ausgräber und Fußsoldaten töten. Dann erscheint irgendwann der Ausgrabungsboss auf seinem Widder. Also wir müssen da wieder raus. Ach so. Wir müssen einfach unten hier im Kessel, wo wir sind, einfach ein paar Dunkeleisenzwerge die Fresse polieren. Und dann kommt er irgendwann angeschissen. Also hier jetzt oder draußen? Nee, nee, draußen. Hm. Na, dann machen wir das doch mal. Das können wir doch gut. Jo. Was wir können, ist polieren. Und zwar fressen. Und zwar astrein. So, ich glaube, wir müssen noch mal hier lang. Und dann wieder hoch, wa? Oder? Nee. Ist hier unten sind die Sklavenhändler schon mal. Zumindest einer. Sag mal, wo ist denn dieser verkackte Kessel? Der ist doch eigentlich ein viel größeres Areal. Wir müssen hier irgendwie hin. Hier. Ist der nicht oben auch? Wo wir vorhin rumgeritten sind?
Hm.